Hallo Freunde. Hallo. Wir sind's, Ernie und Bert. So, heute ist mal wieder Köhler. Willkommen zu einer weiteren Energy Drink Review. Wir haben heute Energy, ja, Vita Energy. Wir hatten schon länger mal vorgehabt zu testen. Richtig. Da sind sie nun, die drei Sorten. Ja, Mischsorten, Kiwi-Apfel. Also genau, es gibt ja noch Vita Cola und Zero und die ganzen Mist alles, aber... Wir haben jetzt erstmal die drei Sorten und genau. Sofern Bedarf von eurer Seite aus, können wir den Rest dann auch nochmal vorstellen irgendwann. Mango Orange finde ich sehr interessant. Kiwi-Apfel ist eigentlich auch eine geile Mischung, die findest du so relativ selten, ne? Ja, entweder findest du nur Apfel, saure Apfel oder Strawberry-Kiwi meistens, Apple-Kiwi ist meistens, genau. Fanta zum Bleistift. Und was haben wir hier? Was haben wir da nochmal? Waldbeere Aronia. Aronia weiß ich tatsächlich. Das ist, glaube ich, auch eine Frucht. Ja. Ich glaube, das ist auch irgendwie so, auch eine Beere oder so. Ich glaube, das ist eine Beere. Aronia. Aronia-Beeren, das ist eine Pflanze. Hm. Das ist eine Pflanze aus der Familie der Rosengewächse. Also nicht, dass du dich wunderst. Gut, Freunde, die Idee wollen wir zum Schluss auf. Ja, ich hätte jetzt gesagt, dass wir mit Apfel-Kiwi so dann rein. Ja, kannst du ja. Mach du mal auf. Ja, mit der Energy. Ohne Taurin, also eigentlich kein Energy-Drink, ne? Mit natürlichem Koffein, ohne Taurin, ohne Süßungsmittel und ohne Konservierungsstoffe. Das hat Koffein. MHD 19.10.2020. Relativ kurz, ne? Ja, irgendwie schon, ne? 11 Gramm Zucker. Boah, das ist ganz viel. Ja, das ist Durchschnitt irgendwie, ne? Ich glaube, das geht aber mehr in die Richtung Cola, irgendwie. Denke ich mal. Wie also, ja, wenn es kein Taurin hat und... Ja, muss nicht sein. Ich finde, das riecht nach süßem Apfel. Na gut, es soll ja auch gar nicht saurer Apfel sein. Was laber ich denn da? Ich finde, das riecht nach süßem Apfel. Ich finde, das riecht wie so ein... Wie so ein ganz normaler Apfelsaft. Okay, ich werde jetzt mal das Rollo hochmachen, damit die Belichtung ein bisschen besser ist. Ja, aber die Haare, Apfelsaft kommt eigentlich sehr gut hin, muss ich gestehen. Sieht aber auch so aus, ne? Mhm. Bin mal gespannt. Ich sag, wie einfach jeder von uns beim Einkaufen schon immer an die Getränkeabteilung geht, um zu gucken, ob man irgendwas reviewen kann, ne? Schmeckt aber wie saurer Apfel. Ja, die ist auch gesagt. Das schmeckt wie... Du kennst du den Roxa Super Sours mit Apple aus Deutschland? Schmeckt wie der, wenn du den offen 2 Tage stehen lässt. Also relativ lasch, nicht mega sauer, auch relativ wenig Kohlensäure eigentlich. Es prickelt so ein bisschen, aber nicht viel, finde ich. Ich bin halt da recht am Überlegen, ob da irgendwie Kiwi durchkommt oder. Habe ich eben auch überlegt, ich finde gar nicht mehr so richtig. Also so ein ganz bisschen Süßtouch vielleicht, aber nicht explizit, dass ich das als Kiwi erkennen würde. Ich würde es jetzt irgendwie als saure Apfel betiteln. Also ich finde jetzt nicht, dass das irgendwie Kiwi-Apfel-Geschmack hat. Ja. Es schmeckt wie diese. War das Dreh- und Trink- oder war das Durstlöscher-Apfel? Mit Kohlensäure halt und mit ein bisschen sauer dann noch. So schön würde ich das jetzt einordnen. Was ist mit meinem Auge los, Alter? Bewertung von 1 bis 10. Ja, eine 4. Ich hätte ihm jetzt auch eine 4 zugegeben. Also so schlecht finde ich das gar nicht mal. Nee, also es geht. Er ist jetzt... Kann man trinken auf jeden Fall, ja. Machen wir mal Waldbeere. Ich freue mich auf den Mango ran, ich freue mich am meisten. Wir machen den mal so Schluss. Lidl-Lollis, die mit Kirsche. Mhm. Ohne Diskussion. Also bin ich Lollis. Ne? Ja, genau, die mit Zergeraffel drauf. Wie oft wir das auch schon gesehen haben. So ein bisschen danach aus, ne? Von der Farbe her. Wenn man die verflüssigen würde. So ein Lolli, ne? So ja, wenn er die jetzt irgendwie verflüssigen will. Jetzt ein Lolli. Nachgeschmack ist gut. Mhm. Ist jetzt nicht übertrieben süß, ne? Mhm. Also schmeckt nicht nach klassischer Berry, nach dieser Blueberry oder so, ist halt Waldbeere. Ja. Also ich würde das betiteln als Beerenmix von, also als Mix von lauter roten Beeren mit Himbeere, die ein bisschen mehr im Vordergrund ist. Ich weiß halt nicht so richtig, wie Aronia schmeckt, aber ich glaube, das ist dieses, was so ein bisschen wie... Aronia ist bestimmt ein bisschen bitterer vielleicht, denke ich mal. Also wenn du die jetzt irgendwie so isst, irgendwie so... Das ist eine Frucht oder so. Aber schmeckt gut. Haut mich um. Also. Nee, das ist auch nicht schlecht. Ich gebe ihm eine 7. Ja, krieg ich auch immer auf. Warum trinkt mein Auge jetzt? Aber es liegt wahrscheinlich an dem Aronia. Ja, nee, genau. Mach du mal Mango-Orange auf. Ehrlich? Mango-Orange? Also ich finde das Design eigentlich relativ anders. Also, es ist ein bisschen an 90s angelegt, also an die 90er so ein bisschen, ne? Aber ich finde es halt geil. Ich habe eine ganz böse Vermutung.
Nee. Na, kommt da viel Orange durch? Tatsächlich ja. Viel, viel mehr. Ich rieche überhaupt keine Mango. Es riecht wie Capri Sonne Orange. Ich hätte jetzt gedacht, dass er so riecht wie der Roxa Juice, aber ich finde, es riecht wie Capri Sonne Orange. Ja. Die Farbe ist interessant. Der Fackel. Geht mir so ein bisschen auch in Richtung ins Lemon, Grüne. Ins Grüne. Ich finde, das sieht aus wie Lemon. Weißt du, wie das aussieht? Wie, es sieht ein bisschen aus wie hier Sonnenblumenöl. Ja, wie Öl. Ja, wie Öl. Okay, ich. Okay, sag gleich was dazu. Ich hab meine Meinung. Aber der Nachgeschmack ist gar nicht so eklig. Du bist mit dem du bist mit höchsten Erwartungen an den Rang gegangen und bist positiv überrascht, wenn es nicht eklig ist. Das finde ich super. Also, ich sag schon mal vorweg. Ich finde den lecker. Mmh. Oh, der Nachgeschmack. Ja, gönn mir ruhig. Also, mein Platz 1 ist der, mein Platz 2 ist der und mein Platz 3 ist der. Boah, ich finde den richtig gut. Ehrlich jetzt? Mmh. Was haben die überhaupt gekostet? Das ist eine gute Frage. Weiß ich gar nicht, unter 1 Euro. Ehrlich? Oder? Erzähl ich jetzt Scheiße? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Das ist jetzt mein Favorit. Mango, okay. Orange finde ich irgendwie. Also ich finde alle geil. Ich finde alle geil. Es gibt keinen, wo ich sage, der schmeckt scheiße. Ne? Alle schmecken gut. Ja. Das ist aber trotzdem für mich die 1, das ist für mich die 2 und das ist die 3. Aber wie gesagt, trotzdem sind die nicht schlecht. Ich finde alle geil. Ne? Ich würde sagen, Mango, Orange, dann hier bei Veronia war auch relativ geil. Und Kiwi, Apfel war jetzt auch nicht enttäuschend. Also, ja, wie gesagt, also irgendwie Vita. Vita irgendwie, die haben das gut umgesetzt. Ne? Ja. Schöne Erfrischungsgetränke auf jeden Fall. 033 Dose. Kann man sich durchaus mal betrinken. Ohne Taurin, also. Ja, das ist halt das Geile. Ohne Süßungsmittel, also ein qualitativ hochwertiges Produkt, ne? Da 32 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein, also schon der Höchstgehalt dann mit drin. Ja, ich würde mir alle. Haben wir den Teil schon bewertet? Nee, ich gebe ihm eine 4, du wirst ihm mal mehr geben, was für ein ist. Ich gebe den eine 9 von 10. Ehrlich? Wow. Ich finde den wirklich geil, also ich kann den euch empfehlen. Das ist ein geiler Scheiß, ne? Ich finde den am besten in dem. Ab dem habe ich eine 6 oder so gegeben, den habe ich eine 5 gegeben und dem habe ich jetzt eine 4 gegeben. Also wenn es lohnt, lohnt sich alle Male. Wenn es jetzt 1,60 kostet, würde ich mir das auch nicht mehr wiederholen. Aber so für 1 Euro oder so ist das okay. Ja, ich glaube 1,60 haben die gar nicht gekostet. Wir waren so ein bisschen günstiger. Ja, aber kann sein, dass es die im Kiosk gibt, wo sie 1,60 Euro kosten. Ja, war mal interessant auf jeden Fall. Mal was anderes gewesen. Und ja, in diesem Sinne, bis dann. Ciao, ciao. Du feierst den.